Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7 mit mir, dem Ducky LP. Und wir haben ist ja schon gut. Ich habe letzte Folge unglaublich gefailt und habe einfach nicht die Lösung fürs Problem gefunden, obwohl die Lösung so nah dran war. Ich habe mich einfach, ja, zu sehr von dieser Schöpfkelle leiten lassen, was ziemlich blöd war. Und das war letzte Folge tatsächlich der erste Fail, den ich gebracht habe. Aber ich habe mich natürlich schlau gemacht und habe die Lösung gefunden und die werde ich jetzt direkt mit euch angehen, weil die Folge sonst keine Daseinsberechtigung hätte. Und ja, letzte Folge haben wahrscheinlich einige von euch die Hand so genommen, so und dann so gemacht. So eine richtige Palme, ne, so eine Facepalm. Kann ich gut nachvollziehen, hätte ich wahrscheinlich genauso, aber naja, man lernt ja nie aus. So, und zwar war der Fehler, wir haben es ja mit diesem Zauberspruch probiert, wir haben ja auch den draufgeschossen und so, das war aber nicht der richtige Weg, denn wir müssen natürlich gedrückt halten und dann die Wolke anvisieren. Bling! Ich habe mir ein Gummibärchen verdient, Moment. Der letzte, ein grüner Gummibär. Professionell. So, dann schießen wir. Oh, scheiße. Na gut, treffen müssen wir trotzdem. So. So. Und jetzt will der Dulli auch endlich seine Schöpfkelle. So, Hermine, dann übergib die mal. So, hier hast du deine Schöpfkelle. Dankeschön, Hermine. Das ist super freundlich von dir. Juhu. So. Du komischer Typ. Jetzt machen wir die Tür auf und klatscht es, aber kein Beifall. So, dann kriegen wir unseren Schlüssel. Den stecken wir natürlich ordentlich da rein. Geil. Kann Hermine auch mal was rein... Oh Gott. Nein. Sorry, Leute. Es ist 14 Uhr. Definitiv noch keine 22 Uhr. Ich reiß mich mal wieder zusammen. So. Wo sind wir denn hier? Ja. Es schneit auf jeden Fall. Na schön. Und hier haben wir so zwei... Ach, hier geht man wieder zurück. Ach so. Ja, das kann ich ja nicht wissen. So. Ja, wo sollen wir langlaufen? Wir laufen erstmal nach oben, würde ich sagen. Da können wir nichts machen. Das können wir natürlich hier wieder verzaubern. Wunderbar, aber es ist immer noch kein Level, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Macht nämlich keinen Sinn, Münzen zu sammeln, wenn sowieso keine 100% erreicht werden kann. So, hier haben wir einen eingefrorenen Baum, den wir mal eben aus der Verankerung reißen. Ist ja gar kein Problem, Leute. Umweltschutz ist doch egal. So, da sind Schüler, die sind ein bisschen geistig behindert. Okay, da will ich jetzt eigentlich noch nicht durchlaufen. Ich gucke jetzt nochmal da oben. Vielleicht gibt es ja ein paar 10.000er Münzen. Die kann man natürlich mitnehmen. Okay, was ist das? Wir machen wieder einen Schneeball, glaube ich. Oder? Oh ja, wie cool. Ey, Schneeball. Du bist cool. So, was ist das hier? Und da haben wir eine 1.000er Münze. Immerhin. Wird der Schneeball größer, wenn wir den rollen? Eigentlich müsste er ja größer werden, nach der Logik. Logik, bist du in diesem Spiel am Start? Logik? Wo ist der Ball? Ey, Ball, wo bist du? Da ist er. Der soll größer werden. Das wäre so cool, wenn er größer werden könnte. Naja, egal. Laufen wir jetzt hier erstmal durch. Und da sind wir in Hogsmeade. Wie der Name letzte Folge schon verlauten ließ. So. Das Slughorn. Wahrscheinlich muss Harry versuchen, ihm seine Erinnerung abzustauben. Ja. Ist ja die Frage, ob er das schafft, ne? Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht so wirklich. Aber man kann sich ja auch täuschen. So, komm. Oh, wir kommen sogar da so einfach dran. Cool. Marietta Edgecomb. Edgecomb? Edgecomb? Das war die Freundin von Cho Chang. Leute, wer Marietta nicht kennt, der hat die Bücher nicht gelesen. Du. Böse, böse, böse. Lest die Bücher. Bitte. Kriegt ihr alle 5 Euro von mir. Also, nicht wirklich. Aber ihr würdet dafür etwas bekommen, was mehr wert ist als 5 Euro. Und zwar die Kenntnis der Harry Potter Bücher. Das ist wirklich cool, Leute. Ich kann es nur immer wieder sagen und jeder Einzelne, der hier gerade zuschaut, würde euch das bestätigen können. Also von den Leuten, die das auch geguckt haben. So, aber jetzt genug Scheiße gelabert. Wir laufen mal zu Slughorn. Hi, Slughorn. Wie geht's dir? Lade. 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 Lade, 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 lade. Die Katze schläft immer noch. Die schläft eigentlich nur. Hmm.
So, okay. Jetzt sind wir hier im... Oh, nee. Harry, schau nicht hin. Harry, schau nicht hin. Das ist nicht zu dich. Nicht zu deinen Augen. Guck da nicht hin. Okay. So, Hermine muss das mal übernehmen. Hey, Ginny. Nicen Freund hast du da. Wie geht's euch? Darf ich mich da dazwischen setzen? Hey, Ginny. Hui. Nein, komm. Wir lassen Harry mal seine Traumfrau wieder zurückgewinnen. Ey, lass die Finger von Ginny, du Arschgesicht. Stirb, 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 stirb. Okay, das geht nicht. So, ja, dann machen wir mal was Produktives, würde ich sagen. Münzen einsammeln zum Beispiel. So, Münzis, kommt zu Dagi. Juhu. Und das ist wieder ein Level. Nice, endlich mal wieder. So. Scheiße, ich hänge fest. Ah, nee, doch nicht. So. Hier haben wir auch nochmal ein paar Münzen. Hier haben wir auch jede Menge Münzen. Und da haben wir wieder tausender Münzen. Komme ich da dran? Ja, so mehr oder weniger. So, jetzt habe ich die auch. So, der Slughorn möchte gerne ein Butterbier. Ja, dann bestell dir ein Slughorn. Ich bin bestimmt nicht dein Diener hier. Wahnsinn. Obwohl, wir wollen ja was von dem. Oh, hi, Joe. Ich bin Harry Potter. Ich bin berühmt und reich. Ja, das bin ich. So. Können wir was mit dem Bild hier machen? Nee, eigentlich nicht. Okay. Wer ist das hier? Wer ist das? Oh, sorry, tut mir leid, der war wohl etwas zu feste für dich. Tut mir leid. Jetzt jubeln die. Hä? Warum jubeln die? Das war wohl nicht fest genug, wenn ihr noch jubeln könnt. Fred und George, oh, sorry. Alter. Kriege ich jetzt Blumen, weil ich ihn verzaubert habe? Nice, dankeschön. So, da oben sind auch andere Schüler. Aber was hier wichtiger ist, hier sind Münzen. Und jetzt halt, wie gesagt, die Frage. Wo fangen wir an hier mit den ganzen Lösungsansätzen? Ich verzauber mal alles, was mit Wingardium Leviosa verzaubert werden kann. So. Da oben gehen wieder Münzen verloren. Das ist nicht gut. So, da haben wir auch noch so eine Lampe. So. Aber wie komme ich denn jetzt hier an ein Butterbier? Ah, so wahrscheinlich. Ach, als ob ich das jetzt auch noch selber einschenken muss. Nee, also das geht mir allerdings zu weit. Also ich habe hier keinen Job angenommen, ja? Ich bin noch minderjährig. Kann ja wohl nicht angehen. Sind hier... Oh ja, hier sind wieder geheime Münzen. Sehr, sehr nice. So, jetzt die Frage. Wie komme ich jetzt an ein volles Butterbier? Beziehungsweise, wir müssen ja noch mehr solcher Kelche finden. Und einer ist da unten, soweit ich das erkennen kann. Aber, Frage ist, ich komme da gar nicht dran, weil ich den nicht anzaubern kann. Seht ihr das da unten? Da steht einer, aber ich komme nicht dran. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein anderer sein. Wahrscheinlich mit einem grünen Boden. Jetzt ist nur die Frage, wo? So, hier haben wir nochmal so einen Stuhl und... Vielleicht haben wir hier irgendwie eine Lösung oder so. Nein, auch nicht. Was ist das hier? Lol, okay. Das war jetzt einfach. Das war jetzt ehrlich gesagt nur ein Probieren. Ich wusste gar nicht, dass wir den da rauskriegen können. So, da haben wir aber den zweiten. So, und jetzt zählt noch Nummer 3. Und jetzt wissen wir auf jeden Fall, die müssen einen grünen Boden haben, sonst funktioniert das nicht. Und der da ist grau, das heißt, da geht es nicht. Jetzt aber nur die Frage, wo... Warte mal, was ist denn das da? Haha, und da haben wir den letzten. Nice. Okay, keine Sorge, Slughorn, gleich kriegst du dein Butterbier. Bin schon dabei. So, das haben wir auch geschafft. Und was kriegen wir jetzt? Gryffindor, also war das gar nicht so wirklich levelrelevant, glaube ich. Ey, du olle Schabracke, kannst du Slughorn mal bitte ein Butterbier machen? Dankeschön. Nee, mal Real Talk. Mach mal bitte ein Butterbier. So, noch mehr Münzen für Harry Potter. Wo sind wir hier? Was ist das? Hallo? Ui, das war viel. Sind da noch mehr? Nee, leider nicht. Oh, da sind auch noch welche. Oh, ist das geil. Ja, aber ernsthaft mal, wie komme ich denn jetzt hier weit? Och, ich will nicht schon wieder ein Fail-Level. Leute, heute kriege ich das hin. Ich hätte mir beste Mühe gegeben. Das wäre echt gelacht, wenn ich das heute nicht hinkriegen würde. So, also systematisch einmal bitte vorgehen.
Wir haben hier einen Schüler, der pennt. Was auch immer das für ein Schüler ist. Ich glaube, das könnte Neville sein, aber dafür müsste ich seine Zahnlücke sehen. Zeig mal, bist du Neville? Zeig mal deine Zahnlücke. Zeig deine Zahnlücke, verdammt nochmal. Kollege, ich mein's ernst, zeig mir deine Zahnlücke. Jetzt reicht's mir. Zeigst du mir nicht deine Zahnlücke, dann kriegst du die Breitseite von mir. So. Nee, mal ernsthaft, Leute, was soll ich denn jetzt? Ich will nicht schon wieder failen. Kann ich hier überhaupt lang? Nee, ich glaube nicht. Hat das hier vielleicht irgendwas? Ah! Die Olle da müssen wir. Ah, was bringt das jetzt? Hallo, macht die jetzt was oder? Nee, ich glaube, das bringt gar nichts. Man könnte alle mit diesem Fluch... Ja, man könnte alles mit diesem Fluch belegen. Ja, das ist dann nicht so geil. Moment, was ist das? Den Stuhl können wir auch noch verzaubern, okay. Ah, wie doof. Was machen wir denn jetzt? Nee, das bringt nichts, die Schüler hier so zu filetieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwas mit diesem Bild zu tun hat. Das wäre das Einzige, was ich mir noch so vorstellen könnte. Ah, das Entchen, er will das Entchen. Wartet mal. Da oben ist ein Entchen. Das ist die Lösung. Das ist die Lösung des Problemchens. Ich habe die Lösung gefunden. Oh yeah. Meine Kuh ist doch noch da. Also nicht mehr so mega toll. Also ich habe manchmal tut es da oben weh. Aber es scheint ja doch noch etwas vorhanden zu sein. Und das ist cool. Das ist richtig cool. Geht mal aus dem Weg hier. Ich bin Harry Potter, ich bin berühmt. So, liebes Bild, hier hast du deine komische Quietsche-Ente. Und dafür kriege ich den Zapfhahn. Super, dankeschön. Das ist echt nett von dir. Jetzt können wir hier endlich wieder Butterbier abzapfen. So, und da haben wir unser Butterbier. Hier ist Lackhorn, dein Butterbier. Und jetzt verrat mir alles. Verrat mir alles. Verrat mir alles, verdammte Scheiße, verrat mir es. Tja, der Sluggy möchte uns leider noch nichts verraten. Und ich habe Sina, glaube ich, gerade sehr sauer gemacht. Aber ist nicht mein Problem. Die macht mich auch häufig aggro. Die nervt mich jeden Abend. Da darf ich das, Leute. Und ja, der Slughorn will uns noch nicht die tolle Erinnerung geben. Das ist nicht so geil. Aber okay, verständlich. Bei dem, was er zu verheimlichen hat. Und gleich haben wir 100%. Oh Gott, wir haben ja jetzt gleich 100%. Was ist denn da los? Das ging jetzt super schnell. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir hier die Lösung finden. Hier haben wir wieder so ein lilanes Objekt. Und was sagt uns das? Hier muss es irgendein anderes lilanes Objektchen geben, was wir dann mit diesem Objekt ausstatten müssen. Ja, das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Jetzt ist nur die Frage, wo ist lila Objekt? Warte mal, ist an dem Stuhl nicht irgendwas lila? Oder? Da oben, an dem Kopfteil? Ich meine, das sieht lila aus. Ah ne, das ist der gleiche Stuhl wie hier. Aha, ich verstehe. Oh Gott, jetzt kommen hier aber Münzen raus. Oh Gott, 100%, 100%, 100% kommen auf jeden Fall. So, kann man hier noch irgendwie hüpfen? Ja, aber bringt nicht so viel. Hier können wir nur mit Stärke dran. Diese Stärke hat aber weder Harry noch Slughorn, glaube ich. Okay, was ist das? Oh Gott, er macht sich selbst schnell Hilfe. Okay, was ist das? Es ist ein Waschbecken. Alles klar. So, liebes Waschbecken.
Was möchtest du mit... Was möchtest du mir sagen? Was willst du hier... Was sollen wir machen? Oh Gott. Ja. Hm. Also, wir haben ja, wie gesagt, noch dieses Teil hier. Und damit müssen wir auf jeden Fall was machen. Aber ich weiß ja nicht mal, was das ist. Und wir können... Ah doch, jetzt kann ich es hochheben. Hm. Okay, da verschwindet das dann wieder. Was ist denn das überhaupt? Ich kann das ja nicht mal identifizieren, was das sein soll. Und was anderes Lilanes sehe ich hier nicht. Aber wir sind zumindest schon mal bei 100%. Das ist doch schon mal was. Kann ich denn hier noch irgendwo durch? Oder nee, hier drüber springen kann ich nicht. Das heißt, das Level ist wirklich sehr eingegrenzt. Und es hat definitiv was damit zu tun. Es ist nur die Frage, wo setzen wir das ein? Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass wir hier wieder zielen müssen mit den Zaubern. Ah, es hat... Es könnte auch was mit dem Bild da oben zu tun haben. Der scheint irgendwie seine Frisur zu vermissen. Kann das sein? Weil er sich so den Kopf antatscht? Hm. Vielleicht will der auch diesen Stock hier haben. Ah! Das Ding kann sauber machen. Lol. Ach, wir müssen den Tisch sauber machen. Ich verstehe. Ah, gut. Cool. Ich dachte, es scheitert jetzt schon wieder an diesem Level, Leute. Ich will nicht zweimal hintereinander scheitern. Das wäre echt peinlich. Gut, aber noch haben wir das Level nicht überstanden. Was ist das? Ist das Schmierseife? Was ist das? Ah, interessant. Wir machen gerade wirklich dem Slughorn hier alles sauber. Ich fühle mich ausgenutzt. Ich fühle mich sehr ausgenutzt, aber okay, da müssen wir durch. Oh, wir haben es immer nur... Alter, wer hier keine 100% schafft, ist ja blind und taub und querschnittsgelähmt. Alter Vater, hier sind ja... Was ist denn hier los? Das ist ja überhaupt nicht schwer. Mein Gott, da draußen sind auch noch... Oh mein Gott, hier sind noch eine 10.000er... Alter, das ist ja ein wahres Münzfest hier. Wow. Okay, krass. Krasser Shit. Okay, hier brauchen wir wieder so eine Luna-Brille. Warte mal, Luna, du kannst sie doch auch so anziehen, oder? Nee, kann sie nicht. Luna, was ist da los? Warum kannst du das nicht? Naja, da müssen wir wohl den üblichen Weg nehmen. So, da haben wir einen Fotoapparat. Was bringt der? Okay, keine Ahnung, was der bringt, aber... Ja. So. Oh, hier versteckt sich jemand. Achso, Hermine. Oh, sorry, Hermine. Sorry, dass ich dein Versteck... Hermine, bleib stehen! Ach, sie ist so süß. So. Ja. Und jetzt? Ah, der Kürbis, okay. Ich soll den selber dranhängen. Ah, jetzt versteht. Da sind ja noch mehr Münzen. Alter, da sind 11.100 Münzen. Ja, das habe ich ganz schnell zusammengerechnet, Leute. Seid stolz auf mich. Alter, wir schaffen hier 100.000 Münzen, ey. Wir hatten schon irgendwie bei der Hälfte 100%. Was ist denn hier los? Das ist das einfachste Level, was ich je hatte von den vom wahren Zauberer her. Okay. WTF, Alter, Hermine. Das ist sehr... Wir müssen eigentlich nur Hermine hinterherjagen. Das Level ist absolut mein Lieblingslevel jetzt schon.
Definitiv. Das ist Zahnlücken-Johnny. Ey, Zahnlücken-Johnny. Was geht? Geh weg da. So, was ist das? Ah, wir müssen das da dran setzen. Ah, ich verstehe. So, einmal da dran. Komm, Leute, wir schaffen 100.000 Münzen. Das ist mein Ziel heute. So, und jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Da ist der Harry aber einer schlimmen Sache auf der Spur. Was könnte das nur sein? Man weiß es nicht. Denn die Harry Potter Geschichte ist ja erst seit gestern im Kino. Ja, aber wir haben 100% geschafft. Wir haben ein paar... Nee, wir haben nur einen goldenen Stein. Aber ich habe das Level mit Bravour gemeistert. Das freut mich persönlich sehr. Und ich hoffe, die Folge hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Ich muss sagen, Hermine hinterherjagen ist auf jeden Fall super und ist ab jetzt mein Lieblingslevel. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Macht was draus und bis zur nächsten Folge von Let's Play Lego Harry Potter mit mir, Tim Dagierbe. Und tschaußen! Sag tschüss, Sina. Sag tschüss, Sina. Sie schläft, aber sie sagt tschüss. Tschüss!